Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Dark Souls, das Remastered. Letztes Mal haben wir verkackt, hier im Bossfight, nämlich gerade mitten, eigentlich mitten im Bossfight. Ja. Und was? Ist noch nicht. Und wir sind eigentlich gar nicht mal, also gegen ersten ist es eigentlich voll easy mittlerweile, ne? Der erste geht eigentlich mittlerweile schon. Nur wenn der zweite kommt, dann ist aus. Und da muss ich jetzt wirklich dann so kämpfen. Ich glaube ja. Wir müssen wirklich sehr viel offensiver jetzt kämpfen und den so recht aufs Maul hauen. Weil beide, oh, beide ist so hart. Dann müssen die da auch immer stehen, ne? Ja, damit durch, damit durch, damit durch, damit durch. Danke. Ah, das war ganz gut. Wenn der mich jetzt nicht trifft, dann haben wir es. Woo! Cool. Geschafft. Okay, also einmal im Blockmodus rein. Ja, das war doch ganz gut. Es hier liegt eine neue was? Nein. Ja, war da Georg, die kommen auch hoch, Kleiner. Die Dudes hier. Na gut, das war ja schon mal perfekt. Perfekt. Ja, der ist ein bisschen minimal früher hochkriegen müssen, Kumpel. Minimal, ich sag's ja noch. Ah, da war ein Dreierschlag. Ah, fuck. Ja. Ist nicht schlimm. Letztes Mal habe ich ihn einmal richtig gut getroffen. Da habe ich ihn mehrmals getroffen. Also richtig fallen. Da ich ihn voll eins auf dem. Voll eins, voll in den Hintern versollt. Weil viel agiert er ja nicht, ne? Das Problem ist, der andere macht bald eine Feuerwand um ihn. Der große, der Flamme, der mit der Flamme. Der macht so eine richtige. Ja. Aber zum Trinken wird auch schon viel, viel besser. Da bin ich auch sehr froh drum. Egal, hat mich nicht getroffen. Auch ein erstes Fakuno für ihn wäre. Okay, das war ein bisschen doof. Aber ist egal, wir müssen ja nicht mehr treffen. Letztendlich sind bei uns die Trefferrate aber deutlich höher. Ja! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Er springt weg. Lauf. Ja, war klar. Boah. Ich hatte eigentlich relativ gut erwischt eben, aber er springt weg. Er springt richtig beschissen weg. Den hätte ich nicht gut erwischt. Aber ich glaube, das ist eine gute Taktik, die erste Hälfte so zu machen und die zweite Hälfte ohne. Weil wir müssen deutlich brutaler kämpfen. Wir müssen als echt viel, viel brutaler kämpfen. Oder eine Mischung aus beiden. Wir müssen wirklich viel brutaler kämpfen. Dass der verfiltert. Wir müssen mit aller Härte nur noch wie. Müssen wir. Das Problem ist natürlich noch eine Frage, wie verteilen wir die Härte. Ne? Natürlich jetzt einfach, wir dürfen nicht blind links wie ein Vollidiot reinprügeln, bis er irgendwann mal hoffentlich stirbt. Das bringt nichts. Es muss ein bisschen taktisch geschehen. Ja. Also es muss taktisch sein, ne? Es muss eine gewisse Form der Taktik da sein. Und nicht blind links wie ein Vollidiot da reinhalten. Das bringt nämlich keinem was. Feuer ist halt gemein, ne? Feuer ist halt so fies.
Aber man muss sagen, halt, der erste, ja, wirklich richtige Bossfight. Und der erste war ein Tutorial. Dann konntest du noch bekämpfen, auch wenn du extrem scheiße gespielt hast. Da konnte ja nicht mehr die Steuerung richtig. Er hat den First Try gekriegt. Das ist ja ernst. Hallo! Ey, das ist nicht der. Ich hasse diese blöden. Dass sie die da eingebaut haben, ne? Alter. Dass sie die da eingebaut haben, diese scheiß Zombies. Ey. Das ist auch noch so eine Sache, aber gut, 9 müssten auch reichen. Also, von da ein, das ausmachen. Ah, wollen wir einen nehmen? Ja, komm. Ja, bis ihr da oben, das dauert noch 3 Jahre. Ich hier schon lange dran. Nicht kurz. Danke. Ja. Das müssen ja aber auch, wenn wir groß mit ins Bild schreiben, ne? Dass ich die Punkte eingesammelt habe, ne? Oh ja, bis jetzt. Oh, scheiße. Man kann, glaube ich, auch seinen Schwanz abschlagen irgendwie. Gib mal eine Waffe. Weil ich glaube, es war so. Ich glaube, man kann sie sogar gleich einsetzen. Ich glaube, man muss es nur einmal geschafft haben. Okay, ich muss mich aufladen. Jedes Mal so, ne? Da hopst immer. Ja, da hopst immer weg. Kann er das? Kann man den so nicht treffen? Kann das sein, dass es gar nicht geht? Da war gut. Und geht dann hinterher. Den auch noch. Den auch noch. So, jetzt habe ich dir übel das. Weil ich übel damit hier geben, ne? Nein, das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Lauf doch! Ach nee, Markierung aus. Ja, du musst ja Markierung aus, mein Läufer, und du kannst den Löwen. Ja, gut, aber 8 reichen auch. Also, ganz ehrlich, 9 oder 8, das ist nicht so schlimm. So, daran liegt daran, scheitert ist schon mal nicht. Das ist schon mal ganz gut, Alter. Also, wenn uns mal ein Zombie trifft, ganz ehrlich, dann trifft er uns. Das ist nicht schlimm. Weil da sind wir. Dafür ist es zu gut. Es ist halt echt nur diese eine. Weil wir können ja mal probieren, ob die Waffe gut ist. Also ich habe die Hellebarde. Auch wenn ich ihn einmal. Ja, wenn ich ihn einmal mit treffe, dass ich ihn so einen auf die Schnauze haue. Und die Maus zu blenden Waffe. Und man könnte ja mal testen. Ey, wir testen sie mal. Ich würde sagen, da ist die ja so stark und so gut, dass wir den dann also richtig eine, weil mehr Schaden wäre. Da ist die Hellebarde ja gar nicht so böse. Ah, ich glaube, nur zu weit. Ja, hätte der mich ja noch getroffen, ne? Ich hätte gekotzt. Egal. Ja, trifft mich doch. Weil immer der eine mich da trifft, ne? Ja. Der eine, der. Ich treff dich. Aber egal, weil. Ich meine, jetzt endlich müsste das sehr gut gehen. Oder? Weiß ich gar nicht. Haben wir sich dann gewöhnt? Vielleicht schon. Mein Sohn, so ein schneller Camper sind wir ja nicht gar nicht. Ist nur ein bisschen. Ob bei der Keule als der erst gehabt, ja gut, außer natürlich der
Punkte bitte wieder. Danke. Ich habe. Ja, die eine höhere Range, ne? Ich glaube, ich mache deutlich mehr Schaden. Danke, das habe ich ja Tritt. Wow, wo ist sie aber nicht? Kann man nutzen. Die ist echt gut. Oh, also man blockt nicht. Bist dich. Das ist nicht dein Ernst. Aber ich glaube, es war an sich gar nicht mal dumm. Es war an sich, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Ne? Das war an sich, glaube ich. Ich glaube, die Waffe ist aber echt gut. Die Waffe ist gut. Können wir gerne behalten. Das war an sich gar nicht mal so dumm. Wenn der zweite kommt, sich zu verpissen, sich neu zu formieren und dann irgendwie versuchen, beide zu killen. Das ist halt so. Oh, ist das ein ekliger Kampf. Das ist eklig, weil er zwei sind. Hm. Es sind zwei. Warum müssen es zwei sein? Aber ja, Dark Souls ist ja für eine Leidenschaft bekannt. Aber ich glaube, wir sollten das diese Folge schaffen. Also hoffe ich. Bitte, bitte, bitte. Nicht noch eine Folge mit denen. Aber es wird der Lauf für den Auslauf. Warum mache ich ja? Dann war ich ja auch da, The Search. Da auch so still um solche Let's Plays. Also, The Search war ja schon. The Search war aber wirklich. Das war echt hart halt. Ne? Also, The Search war. Ich glaube, da waren die Bosskämpfe. Also, hier muss ich sagen, sind die Leute besser. Mit The Search. Und The Search waren die echt halt. Oh, da waren die echt so. Die waren halt echt auch. Ja. Die waren halt auch irgendwie. Nein! Markier aus! Oh, du kannst da. Warum kannst du eigentlich. Ernsthaft? Ja, gut, das ist natürlich jetzt kacke. Egal. Mit drin kommt. Egal, ist nicht schlimm. Kann man trotzdem noch schaffen, weil wir brauchen nicht so viele. Als erstes Flakon, ganz ehrlich, da brauchen wir nicht viele. Brauchen wir 8. Ganz ehrlich, bei einer guten Taktik. Es ist immer nur mit den Markieren läuft er nicht weg. Es ist so doof. Ja. Immer auch 9. Und 9 reichen. Also ganz ehrlich. Der trifft uns sie oft. Einmal meistens. Jetzt natürlich öfters. Also treffen mit. Natürlich mit direkten Schaden, ne? Blocken zähle ich natürlich nie als Treffer. Mhm. Nachher gehe ich nicht. Das ist aber, ich versuche mal ein bisschen in die Richtung zu gehen. Hier ungefähr waren sie. Das Gute ist, bei ihm kann man das gut machen. Bei ihm kann man gut die erste Sackung, die Seelen zurückholen.
Ey, warum kann es bei dir nicht bleiben? Bei dir kann ich sogar No-Hand-Run machen. Das soll ja. Wow! Wow! Auf damit! Oh Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ja ernst, oder? Wenn er keinen Feuer gemacht hätte, wäre da was geworden. Ah, wenn es zwei werden, ne? Ich finde, wenn es zwei werden, ich komme nicht durch. Ey, wenn ich daraus einen machen kann, aus zwei. Wir haben. Dann haben wir was gesiegt. Ganz ehrlich, wenn ich aus einem. Ich meine, wir könnten das probieren. Warte, was ist eigentlich, wenn ich ihn bekloppt auf in einem Prügel? In andere kommt. Wirklich versuche, wie ein Berserker, wie so ein Blutrünstiger auf ihn einzukloppen. Zwar mit Energieverlust. Das ist mir klar. Aber wenn andere kommt, halt wie ein Berserker. Wir haben ja keinen Elementarschaden, ne? Warte mal. Dass du eigentlich ausrüsten sollst, war ja schon klar, ne? Willst die ausrüsten? Achso, musst du die hier ausrüsten. Wie wirkt ein Feuer? Mal gucken, was wir uns bei ihm auszuwählen. Immer auf dem Wildstück von den Dingern. Ah, jetzt lass mich doch durch, Mensch. Lass mich doch durch, du Fettsack. Okay, mich nicht. Ich laufe einfach, ganz ehrlich, das Blöde. Naja, so ist es. Triff mich, ja, hau mal aufs Maul. Wow, wow, wow! Nein! Oh nein, jetzt haben die mir die ganzen. Jetzt habe ich meine Seelen verloren. Und ja, gut, man traut dem halt. Naja, nicht so tragisch. Nur schade und ärgerlich. Aber nicht tragisch ist es nicht. Das ist keine tragische Summe, ist es jetzt nicht. Jetzt nicht, dass man nicht wiederbekommen könnte, aber. Ja. Scheiße. Na danke, die wollte ich auch nicht mehr aufheben. Na gut. Ja, ist doch, ja, Junge. Ist aber gut, ja, ne? Mama weiß es nicht. Ah, der blockiert aber auch den Stuhl, ne? Er kommt auch nicht dran vorbei. Er rennt der blöde Gegner. Er kommt nicht dran vorbei. Er hängt da richtig, richtig, hakt er sich richtig dran fest. Ein Stuhl, den, ein Ritter kann einen Stuhl nicht umkicken. Das ist eine Illusion. Das kann nicht funktionieren. Mach mal zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen?
Aber im Training klappt schon viel, viel besser. Nein. Ja, ganz ehrlich, das könnte natürlich eine gute Taktik sein. Ich komme nicht an die ran. Okay, muss ich natürlich. Oh Gott, aber das könnte. Ey, das könnte echt eine Taktik sein, ne? Das könnte echt eine Taktik sein. Denn ich komme an die beiden ran. Es könnte echt eine wundervolle Taktik sein. Ich würde die aber abwerfen. Digga, dass sie so feuerempfindlich sind, die Viecher. Warte. Nicht stehen bleiben. Jetzt ist denn hier ernst. Ja. Als ob er da nicht durchkommt. Ne? Diese blöden Zombies am Anfang. Weil wenn das so, wenn das einmal durch ist, geht das ja, ne? Zuschauer, guckt euch das an. Eben gesehen durch den Nebel. Ja. Hol doch deinen blöden Freund. Da pisse ich mich. Jetzt lauf! Ja klar, er hat mir natürlich nochmal blöd getroffen. Und wenn ich nur warte mal. Mal probieren. Wenn ich nur Scheiße ins Gesicht schmeiße, wie so ein Idiot. Wenn ab dem Moment, wo der andere kommt, werfe ich nur noch den Wachen ins Gesicht. Und mit Feuer komme ich ja noch klar, ne? Das wird, glaube ich. Alter, mit Feuer alleine komme ich noch klar. Da sehe ich nicht die Probleme. Tatsächlich, da sehe ich, glaube ich, sogar, wenn ich behaupte, fast gar keine Probleme. Okay, aber sie doch. Oh Leute, wir haben immer noch mit dem zu kämpfen. Oh Leute, es wird wieder wie The Search. Es ist nur länger. Ah gut, ist es. Aber dafür habe ich ja auch vier noch die andere. Ne, wem das stören sollte und dann, ich finde das aber doof, dass du da. Dafür habe ich aber auch ganz, ganz viele andere Sachen.
Ich bin jetzt ja hier nicht allein, ne? Das will ich nochmal sagen. Also, es war klar. Der hat mich noch nie getroffen. Der war immer da hinten. Aber natürlich, dann muss er mich einmal treffen. Es wäre ja eine Katastrophe. Wenn ich... Wenn ich Brandbomben... Wenn ich ohne Halfabzug hier reinkomme. Aber nicht die besten Chancen. Das wäre eine Katastrophe. Da habe ich nicht recht. Da tut's nicht. Nee. Also du fährst im Vorort auch nicht. Dann mal 7. Hä? Ah, hier habe ich jetzt. Ja. Jetzt. Ganz in Ruhe. Nein, dann getroffen. Ja, wir sollten aber in der Taktik einmal bleiben, wenn gut ist. Tschüss, Kollege. Aber wenigstens habe ich mein Ziel erreicht, ist diese Folge zu schaffen. Doppelte Menschlichkeit. Oh, nicht schlecht. So, wenigstens habe ich mein Ziel erreicht. Wir haben's! Geil! So. Ging echt gut. Ich glaube, es war kein Fehlkauf. Für die zumindest. Ging das ja ganz gut. So. Naja, so ging das. So, easy. Dann trinken wir noch einen. 100, 1000, 10.000 Punkte. Na gut. Ich glaube, weil du wirklich Schaden machst, macht die mehr. 115, Junge. Ja. 115 ist aber auch schon an da, oder? Das war schon, ja, war eine halbe Stunde. Wir hätten selber den Brandbomben machen sollen, ne? Also, ja, du musst taktisch. Und also, ganz ehrlich, im Nahkampf wäre ich nichts geworden. Das hätte, ja, das mag irgendwie gehen, natürlich. Wenn du da richtig abrollst und dann immer so abrollst, dass du von hinten angreifen kannst. Das könnte man ja machen.
Ja, jetzt jagen wir jemand Shit von euch beiden auf, ne? Dann zählt das Spiel. Nein. Oh, es war. Oh, war cool. War ein schöner Bossfight. Also muss ich ehrlich sagen. Nice. Was für ein Folgenende. Glocken läuten, Kirchen und Toten. Ich hatte schon echt Befürchtung. Dass wir noch nächste Folge kämpfen müssen. Ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, ich bin schon davon ausgegangen, aber wir haben es nochmal hinbekommen, Leute. Wir haben es hinbekommen. Und ganz ehrlich. Und doch nur das zählt, oder? Gut, die erste Logge haben wir. Das hatte ich schon mal erreicht. Damals hatte ich das aber anders gemacht. Hab ich mit ihm abgerollt oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich hab's diesmal anders gemacht. Also. Hi. Na. Warte. Warte mal, einfach Dinger. Wurden die. Ja, aber ich will mit echt spart umgehen, ne? Oh, jetzt wirft er mal dahin, wo die Gegner sind. Ach, du bist so blöd, Alter. Wow. Weil ich da einwerfen für die. Was? Weil ich da einwerfen für die Gegner sind. Das ist meine Taktik dahinter, aber. Da ist das zu blöd. Naja, also, dass ich dann die Menschenmenge werfen will und nicht irgendwie in die Wand, ist wohl irgendwie. Nur du musst leider anvisieren, sonst macht er das nicht. Ja, wo pfeffen wir? Müsste es aber nicht ordentlich welche getroffen haben. Hier patzt auch. Der war nicht. Der war aber gut. Der war. Oh, muss ich mal sagen. Na, wenn ich jetzt hier verliere, die Punkte, dann bringt man eben nichts. Darf ich echt nicht verlieren. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, vielleicht springen wir nach unten, aber. Mach hier keinen Scheiß, Junge. Alter, okay, jetzt ist letztes Flakon. Ey! Ich glaube, da nimmt noch jemand ist und ist da. Er ist der letzte, ich hoffe es. Ich hoffe es. Jupp, er ist der letzte. Okay. Tschüss.
Dann haben wir nur. Ah, 412 mehr passt. Gut, also sollte einen Speicherort fahren, dann haben wir es. Erstes Flakon, ja. Das ist eigentlich erste. Wir haben Läufer mit Estus filmen. Also vom Bossgegner möchte ich bitte nicht die Punkte. Dann wäre ich, das wäre echt ärgerlich. Also das wäre jetzt auch nicht so traurig. Ja doch, also das wäre schon echt unschön, muss ich ehrlich sagen. Also das würde ich als unschön. Aber es lief auch gut. Also. Ja gut, okay, natürlich. Wir haben jetzt ein paar Feld, paar Tries gebraucht, aber am Ende. Wie viel kann ich? Dreimal, okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, dreimal das denn. Ja, ich glaube Beweglichkeit, Kondition und das. Beweglichkeit brauchen wir nicht. Ja, ein bisschen Beweglichkeit. Resistenz, ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Jo, mach mal. So, ein bisschen Energie noch mehr, genau. Jetzt haben wir wieder 2000. Sehr schön. Ah, also die kann man ja vorstellen, stimmt. Damit würde ich aber sagen, für die Folge reicht es, weil es war eine krasse, aber eine sehr erfolgreiche Folge. Das muss man dazu sagen, es war eine coole und erfolgreiche Folge, aber am nächsten Mal geht's weiter mit einer neuen Folge Dark Souls Remastered. Ich hoffe, jetzt hat es Spaß gemacht. Ja, ich weiß, an mir gibt es keinen Elden Ring momentan. Es spielen alle Elden Ring, ich weiß, aber ich wollte deswegen auch Dark Souls, ich wollte da reinkommen. Und der Search war für mich so nicht eine Vorstufe, weil das ein kleineres Souls-Ding war. Es war ein bisschen mit Souls-Elementen, aber jetzt auch nicht zu krass. Und Dark Souls ist, finde ich, der nächste logische Schritt, um einmal reinzukommen. Danach kann ich aber alles Souls gehen. Danach ist man reingekommen. Das, aber ich glaube, wenn ich Dark Souls durch habe, ganz ehrlich, dann habe ich auch für mich so ein bisschen was erreicht. Das wäre so ein Erfolgserlebnis für dieses Jahr. Ganz ehrlich, irgendwie schon. Also irgendwie so ein erstes Souls, nicht ein Souls-like, sondern ein erstes Souls-Game durchzuhaben. Ich glaube, das ist, ey, wenn ich denn das irgendwann halt angetreten ist, das würde ich als kleinen Erfolg für mich verbuchen. Ganz ehrlich. Und ganz nur für mich. So, das wäre schon echt geil. Das wäre schon echt geil. Aber gut, Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn, ne? Also, ganz ehrlich. Wenn ihr sagt, oh, das ist mir zu lange. Das ist so, oh, dauert so lange. Da bin ich nicht immer Lust, Bosskämpfe nur zu sehen. Wir haben auch noch Horizon auf dem Kanal. Wir haben Horizon, also 16 Uhr ist Dark Souls, 18 Uhr ist Resident Evil 6 dran, 19 Uhr kommt eine Mass Effect Folge, um 20 Uhr eine Dying Light Folge. Es hat ja noch vier andere Spiele, wo das nicht so ist, dass ich immer so lange brauche. Da geht es ganz normal weiter. Wenn euch das so lange, das ist auch eine Möglichkeit, wenn ihr da seid. Oder die Streams, die ja immer wieder kommen. Also, ne, ja, ihr habt genug Ausweich-Content, aber ich werde es so lassen. Ich werde alle Filze drin haben und lange es dauert, dauert's. Ich danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Vielen Dank. Haut rein. Tschüss, euer Pyrus. Ciao.